Willkommen zurück zu Super Mario 64 DS. Wir sind wieder mit Mario unterwegs, wie eigentlich aktuell immer. Und mir wurde geschrieben, dass es in den Welten, in denen man die Charaktere befreit, weitere Sterne gibt. Und ich würde sagen, das checken wir jetzt mal aus, beziehungsweise es gibt überhaupt Sterne. Ich glaube, hier hatte ich ja, wenn ich mich nicht täusche, nur den Mario gerettet. Und es gibt wohl zwei Sterne in diesen Welten. Uiuiui. Die ich noch finden muss. Die Frage ist jetzt, wie erreiche ich die? Was muss ich dafür tun? Ich schaue mich mal um. Vielleicht gibt es hier rote Münzen, vielleicht auch nicht. Vielleicht sterbe ich auch einfach nur elendig. Vier Leben habe ich ja jetzt wieder. Anfang der Aufnahmen und so. Geh mal bitte kaputt. Kaputt geht. Hallo? Mir wurde mal gesagt, mit Yoshi kann man... Mir wurde gesagt, mit Yoshi muss ich Gegner draufschleudern und sonst kann ich die kaputt machen, so normal. Oder ist das tatsächlich nicht der Fall, wenn die schnappen? Also kann ich die nur, wenn die schlafen, halt wirklich besiegen? Es kann sein. Na gut. Ich schaue einfach mal, ob ich hier irgendwas Interessantes finde. Ich meine, wir haben ja den ganzen Bereich da drüben zum Beispiel nicht wirklich erkundet. Also, das heißt nicht wirklich, wir haben den gar nicht erkundet. Und ich werde auch auf jeden Fall nochmal oben zum Boss gehen, zum Goomba war das, glaube ich, ne? Weil es da noch interessante Dialoge gehen soll, wenn man den ehemals Gefangenen nochmal mit dem Boss anspricht. Andersrum. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ach, guck mal, da ist auf jeden Fall ein lilaner Bob-Omb. Entweder macht er hier irgendeine Haubitze klar, oder es gibt hier wirklich rote Münzen und der ist der entsprechende Typ, der mir sagt, wo die sind. Bin mal gespannt. Ich habe jetzt extra mal gegoogelt, ja. Haubitzen sind tatsächlich was, noch was, ein bisschen was anderes als Kanonen. Beziehungsweise eine bestimmte Art, ja. Ich versuche mal immer Haubitzen zu sagen, auch wenn ich jetzt irgendwie... Es klingt irgendwie sehr merkwürdig affig. Hallo. Ja, tatsächlich, es gibt rote Münzen. Okay. Die sind aber sehr versteckt hier gefühlt. Ich sehe halt keine einzige bisher. Hier sollen auf jeden Fall zwei hier oben irgendwo sein. Oder zumindest halt hier in der Nähe. Was aber wahrscheinlich dann da oben ist. Okay, da sehe ich eine. Okay, okay. Ja, da oben sind auf jeden Fall welche. Ja, es sieht auf jeden Fall witzig aus. Also, die zu erreichen. Wird sicherlich nicht ganz einfach. Wäre jetzt auf jeden Fall mal die erste Sache, um die ich mich kümmern möchte. Ob es hier vielleicht auch 100 Münzenstern gibt, keine Ahnung. Das mit den zwei Sternen wurde von Max geschrieben und er meinte noch so, er wüsste jetzt nicht, wie das hier mit den Sternen aussieht, ob es hier vielleicht dann 100 Münzenstern gibt oder sowas. Aber in einem neueren Kommentar hat er, glaube ich, geschrieben, von wegen nur in den 15 oder wie viel sind Hauptwelten gibt es die 100 Münzen Challenges. Insofern gehe ich jetzt einfach mal erst einmal davon aus, dass das vielleicht... Kommen wir damit da hoch? Ich versuch's mal, also zeitlich meine ich. Deswegen gehe ich vielleicht jetzt erstmal davon aus, dass wir hier keine 100 Münzen sammeln müssen und vielleicht auch gar nicht können. Hier hoch kommen wir auf jeden Fall. Und die Blase hier ist auch übrigens neu. Jetzt ist die Frage, komme ich damit darüber? Also von hier aus darüber, besser gesagt. Mit so einem Long Jump. Das ist alles sehr gefährlich. Ich möchte mir das Ganze mal... Ah, wobei, ein bisschen genauer mal angucken. Ach so, da komme ich auch schon von da unten hin. Ich fühle mich gerade extremst unsicher hier oben. Ich weiß nicht, wo ich am besten wieder runterkomme. Ehrlich nicht. Ich habe zwar die Karte, aber... Ich springe einfach mal hier runter. Ja, super. Natürlich schön in die Gülle. Das war irgendwie nicht so zielsicher. Aber es ist ja bekannt, dass ich nicht zielsicher bin. Hier geht's noch nach oben. Das habe ich gerade irgendwie ein bisschen auch ignoriert. Nicht absichtlich. Mein Gehirn hat das nicht mitbekommen. Ach, guck mal, und hier ist der andere. Da muss ich vielleicht in einer gewissen Zeit nach oben. Vor dir siehst du einen Sternschalter, ja. Hier würde mir das jetzt mal erklärt werden zum ersten Mal. Tritt auf ihn, damit im Kurs ein Stern erscheint. Dann beeil dich, den Stern einzusammeln. Bist du nicht schnell genug, verschwindet er wieder. Ja. Hier wird man also zum ersten Mal in diese neuen Sterne introduced, weil diese Sternschalter gab es vorher auch noch nicht im Original. Ich gehe mal davon aus, der spawnt da oben irgendwo. Könnten wir jetzt direkt holen, aber ich würde natürlich vor allem ganz gerne erstmal den roten Münzenstern haben. Aber ist da oben noch eine rote Münze? Ja, oder? Also das hier ist ein relativ einfach verdienter Stern. Ist hier oben keine rote Münze?
Habe ich hier nicht eine gesehen? Sag mal, bin ich blöd? Ich meine, ich habe zwar jetzt erst zwei, vielleicht habe ich auch das Herz jetzt für einen Stern gehalten. Für einen Stern, ja, Niklas. Begriffe. Für eine Münze gehalten. Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Ich meine, ich kann immer mal wieder zum Bob-Omb zurückkehren. Dann sehe ich ja auch, ob es da eine rote Münze gab. Es kann übrigens sein, dass gleich Postbote klingelt. Das kann sehr gut sein. Ich glaube, ich check noch mal gerade, ob jetzt von mir aus jetzt gesehen hinter mir noch was ist. Ne, okay. Aber hier ist noch mal direkt eine. Also noch mal, ist hier noch mal so ein Baumstamm-Ding. Vielleicht komme ich ja hier so irgendwie mit einem Backflip. Ja, ich müsste die richtigen Knöpfe drücken. Es hat mir jetzt überhaupt nichts gebracht. Aber auf dem Baum ist auf jeden... Ach, guck mal was. Wie komme ich denn da hin, sag mal? Ach du Scheiße. Stellt sich natürlich auch die Frage, ob ich das überhaupt immer alles schon schaffen kann. Ob ich noch irgendwelche Fähigkeiten brauche. Das verwundert mich gerade extremst. Okay. Ich würde ja fast vermuten... Ja, vielleicht müssen wir irgendwo einen Schalter finden oder sowas. Okay, das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Und versuche einfach erstmal weiter zu sammeln und zu gucken, ob ich vielleicht irgendwas Auffälliges finde. Und die können wir offenbar jetzt auch kaputt machen. Ja. Ach, guck mal, jetzt sind wir hier ein großer Mario. Ach, du Kacke. Ach, kann ich jetzt auch durch die... Ach, das ist ja praktisch. Das ist ja praktisch. Also Münzen gibt's ja... Uiuiui, scheiße. Auf jeden Fall einige. Aber ja, offenbar keine 100 Münzenbelohnung. In Form eines Sterns. Ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen. Moment. Wo war denn hier die rote Münze? Da drüben ist auf jeden Fall eine. Meine Güte. Ich habe halt auch ein Gedächtnis wie ein Sieb, was sowas angeht. Ich begebe mich auf jeden Fall mal hier hin. Hier ist auf jeden Fall noch eine rote Münze. Die sehe ich ja da drüben schon. Und auch eine weitere Pflanze. Und mein Tod. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich sammle jetzt auf jeden Fall erstmal den chilligen Stern. Dann haben wir schon mal 50 und dann waren wir schon mal produktiv. Oh mein Gott. Ich muss halt vor allem wissen, wie ich da oben an diesem... Also in dieses Tor reinkomme. Da ist auch nochmal eine weitere Fähigkeit. Weiß ich nicht, ob das jetzt hier wieder die Blase da ist für Mario. Oder vielleicht was anderes. Also was anderes könnte ja dann nur noch die Flugkappe sein. Das habe ich jetzt nämlich auch endlich dank den Kommentaren verstanden. Also es gibt nur noch eine Box. Das ist die rote Box. Und die beinhaltet halt immer die Blume, wenn wir mit Yoshi, mit Wario oder mit Luigi spielen. Und nur mit Mario kann es eben auch die Federkappe enthalten. Also nur mit Mario kann es da zwei Möglichkeiten geben. Ja. So viel dazu. Ach, hier werden wir gar nicht rausgeschmissen. Wir können uns auf jeden Fall zum zweiten Bowser. Und er hat irgendwas gesagt von wegen Fragezeichenblöcke. Ich hätte es mir wahrscheinlich wieder ein bisschen aufmerksamer durchlesen sollen, ich weiß. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde eigentlich sagen, ich schaue mir erstmal generell so ein bisschen vielleicht die vermeintlich schwierigsten Sachen hier an. Boah, ich bin so schlecht. In der Hoffnung, dass ich vielleicht doch alle roten Münzen jetzt hier kriege. Schon ganz gern ein paar Münzen. Aber die landen immer so blöd da unten, also wenn man hier wirklich die Münzen haben will, dann muss man das auf jeden Fall mit dem Maxi-Mario machen, oder wie auch immer man ihn nennt. Ach, hier könnte man sich da festhalten, ja, ja, okay. Da haben wir auf jeden Fall eine rote Münze. Das ist eigentlich eher gerade ein bisschen auschecken, wo es hier was gibt. Und jetzt nicht so sehr... Okay, guck mal, hier brauchen wir auf jeden Fall schon wieder den Wario. Wenn ich halt immer wüsste, ob das auch gleichzeitig...
was mit den anderen Sachen zu tun hat, die ich hier noch nicht machen kann. Ich gehe mal stark davon aus. Ich weiß jetzt nicht, was hier drin ist, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht ist hier ein Schalter drin, der dann dieses Tor da hinten öffnet. Und das war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wobei, ich wollte hier eigentlich noch... Ich gehe jetzt noch ganz kurz zum Boss. Ja, komm, ich bin zu blöd. Ich mache das irgendwann mal gebündelt. Wenn wir alle Welten freigeschaltet haben, dann mache ich das mal gebündelt. Erinnere mich bitte dran, sollte ich das irgendwann mal vergessen. Ich bin halt einfach zu blöd und zu ungeduldig und nee. Nee. Lassen wir das einfach. Übrigens, hier ist nicht Yoshi drin. Yoshi wäre jetzt in der Mario-Tür, wenn wir da wieder reingehen würden. Hier wird bisher nur angezeigt, sie ist verschlossen und auf der anderen Seite ist es still. Ich weiß selber absolut nicht mehr, was sich da befindet. Aber wir werden es irgendwann rausfinden. Aber nicht jetzt. Jetzt gehen wir erstmal in den Keller und in den Schlosshof. Denn dort befindet sich auf jeden Fall Buhus, Schloss, Burg, ich weiß nicht. Eine Burg ist es eigentlich nicht, aber ich habe irgendwie Burg im Kopf die ganze Zeit. Ach, hier gab es rote Münzen. Oh, ist das so? Ich weiß leider gar nicht mehr, was ich jetzt hier genau machen muss. Das ist schlecht. Sehr schlecht sogar. Muss ich die irgendwie so mit dem Hecht... Was muss ich tun? Verdammt! Ich weiß es nicht mehr! Ja, das Ding ist halt die Welt, aber ich weiß ehrlich gesagt leider echt nicht mehr, was ich tun muss. Es ist schlecht. Es ist verdammt schlecht. Genau wie dieser Part. Uff, uff. Das ist äußerst schlecht. Was mache ich nochmal mit Buhus? Wie mache ich überhaupt nochmal einen Hechtsprung? So, ne? Ne, Moment, so. Und dann... Ach, guck mal. Ich habe ihn jetzt irgendwie weggekickt. Egal. Ich habe auf jeden Fall Zugang zur Welt. Das reicht mir. Big Boos Burg. Hör doch, tatsächlich. Also es hieß doch Burg. Warum auch immer, weil es ist eigentlich eher so ein Schloss, meiner Meinung nach. Und ich habe jetzt nicht ganz... Geisterjäger hieß der erste Stern einfach nur, okay. Ja. Ich glaube, hier war es gar nicht mal so schwierig, auch die 100 Münzen zu kriegen, oder? Ich erinnere mich da so daran. Natürlich weiß ich wieder nicht, in welcher Mission und alles. Aber das wird, glaube ich, schon. Ich fand die Welt jetzt an sich nicht wirklich aufwendig oder schwierig. Aber mal schauen, wie ich mich jetzt anstelle. Es ist auf jeden Fall super, dass man eine Karte hat, ne? So jetzt dieses irre Klavier, was einen angreift oder so, ne? So war das doch. Ich weiß leider gar nicht, was ich jetzt genau zu tun habe, aber ich laufe einfach mal ein bisschen hier durch und schau, was passiert. Okay, jetzt bin ich hier dieser... das war super. Hier kommen doch Buhus irgendwie raus, oder wie war das? Rote Münzen könnte ich auf jeden Fall sammeln, wenn ich Bock hätte. Habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht mal. Das machen wir später, zusammen mit den 100 Münzen natürlich am besten. Ach übrigens, ich hatte ja gesagt von wegen dem letzten Mal, ich wollte nochmal bei der Giftgrotte nachgucken, ob ich weiß, wie der letzte Stern erreichbar ist. Nö, habe ich nicht rausgefunden, spontan. Ach so, jetzt bin ich den gleichen Weg wieder gegangen, ja, gut. Jetzt hat man schon eine Karte und ich achte nicht drauf. Hier war ein Glubschi, uiuiui, ein Glubschi, der mich auch einfach direkt angreift. Den mache ich auf jeden Fall mal mürbe. Ich wüsste nochmal gern, was man gegen Buhus macht. Ich muss es halt irgendwann sowieso wissen. Ne? Was ist das Problem? Wie mache ich das denn mit dem Hechtsprung nochmal, sag mal? Man hat die ganze Zeit den Long Jump. Aber ist das nicht eigentlich genau das? Das ist auf jeden Fall der Kick. Okay. Es hat bei dem anderen vorhin geklappt. Bei ihm zum Beispiel klappt das jetzt aber nicht. Ach, scheiße. Ich weiß es nicht mehr. Ich laufe auf jeden Fall einfach erstmal hier durch. Wir werden bestimmt schon irgendwas Interessantes finden. Die lassen wir jetzt einfach erstmal in Ruhe. Vielleicht brauchen wir irgendeine Fähigkeit oder vielleicht brauchen wir auch wirklich Luigi. Oder irgendwas ganz anderes. In Galaxy konnte ich die mit Licht töten, ja. Das weiß ich auf jeden Fall. So, ich habe jetzt hier auf jeden Fall nichts Spannendes gefunden. Verdammt. Ah, ja, jetzt bin ich doch wieder komplett aufgeschmissen, weil ich keine Ahnung habe, was ich überhaupt zu tun habe.
Das irre Klavier, ja toll. Ich könnte halt die roten Münzen sammeln. Das ist wirklich das Einzige, was ich spontan machen könnte. Oder eben halt wirklich draußen. Ich weiß auch nicht, was mir das hier bringen soll, ne? Okay, damit komme ich an die roten Münzen. Aber sonst? Was sonst? Ah, okay. Ist das funktioniert? Geister können nicht sterben. Findest du den Weg nach draußen leben? Das werden wir sehen. Das weiß ich selber noch nicht. Gibt dir immer wieder eine blaue Münze? Gibt dir immer wieder eine blaue Münze? Sag mal. Oder ist es einfach noch einer gekommen? Okay, das ist einfach noch einer gewesen. Interessant, interessant. Vielleicht sollte ich doch mal die roten Münzen... Ach, ich mache schon wieder sämtliche Sachen auf einmal. Ich meine, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, jetzt einfach ganz viele Münzen zu sammeln. Also absolut nicht. Mal schauen. Ich lasse mich einfach ein bisschen leiten. Wäre zumindest meine Hoffnung, dass ich das schaffe. Ja, Geister können nicht sterben. Ach, ich musste, glaube ich, für den Stern jetzt hier auch wirklich sowieso alle töten. Doch, genau, so war das. Ich musste jetzt alle töten. Für diesen Stern hier. Alle Geister, die hier sind. Dann spawnt in der Mitte im Hauptraum der Big Boo. Und wenn ich den besiegt habe, dann habe ich zum einen den ersten Stern hier sicher und zum anderen kommt dann, glaube ich, also wird diese Treppe da ausgefahren. Was auch schon mal sehr wichtig wäre. Bitte materialisier dich mal wieder. Dankeschön. Boom! Vor dir steht der Meister des groben Unfugs, der König des Schreckens, Big Boo. Nee, das tut er nicht. Der steht in der Mitte. Aber da will ich jetzt natürlich hin. Weil es halt schon ein bisschen belastend ist, weil ich habe jetzt halt schon so viele Münzen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was muss ich gegen ihn tun. Reicht da auch einfach nur... Ja, reicht. Okay, gut. Ja, da muss ich mich vielleicht ein bisschen besser anstellen. Ich schätze mal, dreimal muss ich ihn auch treffen. Ja, hat geklappt. Sehr gut. Hervorragend. Ja, komm, 41 ist auch nicht so viel. Ich guck trotzdem mal, ob hier oben vielleicht noch was... Da ist zum Beispiel noch eine rote Münze. Ja, ich könnte mich jetzt hier umschauen und alles, aber mein Gott, komm. Das ist jetzt egal. Ich sammle jetzt erstmal den Stern ein. Jetzt haben wir auf jeden Fall Zugang zur oberen Etage und können uns da noch ein bisschen austoben jetzt in weiteren Sternen. Und ich sehe, dass mein Paket wahrscheinlich gleich da ist. Ja, ich bin jetzt auch leider so ein Tracking-Opfer. Jetzt nutze ich doch diese blöde Tracking-Funktion bei Amazon, aber... ja, wenn man einem die Möglichkeit gibt, ne? Es ist schrecklich, eigentlich. Eigentlich ist es schrecklich. So. Das Geisterkarussell ist dran, okay. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall da runter. Also da ist auf jeden Fall das Karussell. Ich habe auch bisher super Gebrauch gemacht von den verschiedenen Bannern, die ich hier gemacht habe, ne? Ich glaube, ich wechsle das jetzt mal. Einfach, weil Rot finde ich irgendwie passender zur... Uiuiui. Ja, super. Hat keine Controls jetzt hier, keine Actions angenommen, weil ich außerhalb des Fensters war. Nee, aber da habe ich echt super von Gebrauch gemacht bisher. Und ich finde, das passt jetzt eigentlich. Deswegen können wir das gut machen. Hier wäre zum Beispiel auch noch eine blaue Münze, wie wir jetzt sehen. Und generell sind hier noch so ein paar Sachen, die man mitnehmen kann. Wenn man dann die 100 Münzen sammelt. Da ist doch schon mal eine gute Sache. So, ich mach mal kurz Pause hier. So, weiter geht's hier im Geisterkarussell. So, was war hier zu tun? Beziehungsweise gab's den Stern auch wirklich schon hier unten? Es gibt hier auf jeden Fall wieder was für Wario. Super. Das macht ja schon mal Mut. Und diese irre Musik natürlich schon wieder. So, hier drüben habe ich gerade auf jeden Fall schon so ein Standing gesehen. Ach so, okay, ja gut, das ist dann mit Wario, ne? Ja, gut. Ich glaube, das kann man schon mal sicher sagen, dass wir dann einfach einmal außen rumrennen müssen. Das sieht sehr danach aus, ja. Aber ich will jetzt ins Karussell selber und ich komme gerade einfach nicht hoch. Ich dödel. So. Müssen wir jetzt hier auch nochmal Buchus besiegen, oder wie war das? Heilige Kacke. Hier sind auf jeden Fall welche. Ich besiege jetzt einfach mal so lange Buhus, bis vielleicht irgendwas passiert. Ich hoffe, dass irgendwann irgendwas passiert. Das wäre toll. Na kommt.
Ihr seid echt ätzend. Okay, von der anderen Seite vielleicht. Zack. Hallo. Das fand ich jetzt nicht so schlimm eigentlich. Ah. Was soll das? So, gut. Gut, gut, gut. Das war mehr oder weniger Absicht. Ihr kommt sehr zahlreich, muss ich sagen. Oh, das Karussell hört gerade auf, sich zu drehen. Jetzt nicht mehr. Ah, meine Güte. Komm her. So. Uiuiui, und da kommt wieder Big Boo. Hallo. Wie geht's? Wie steht's? Leider nicht so gut für mich. Ich habe das Gefühl, ich verkacke das hier. Getroffen habe ich ihn, glaube ich, jetzt noch nicht. Ah, ich muss halt eigentlich von rechts kommen. Nein! Das war's. Ey, das ist gar nicht mal so einfach. Das ist gar nicht mal so einfach. Aber es ist zum Glück relativ leicht zu verstehen. Man weiß eigentlich direkt, wo man hin muss. Man muss halt nur einmal überhaupt verstanden haben, wie man Buhus tötet. Weil das halt, man weiß halt manchmal dann halt nicht so richtig, habe ich jetzt die Steuerung einfach nur verkackt? Das war ja zum Beispiel auch bei den Dingern in der Lava-Lagune so, dass ich nicht wusste, wie besiege ich die denn jetzt? Und es war im Endeffekt doch genau so, wie ich es versucht hatte, nur ich war halt zu blöd dafür. Also basically, das war's ja. Und das, ja, ist in diesem Spiel leider so ein Problem, zumindest für mich, dass ich nicht weiß, ist das jetzt die richtige... Ist das der richtige Weg und ich mache es die ganze Zeit falsch oder ist es einfach der falsche Weg? Finde ich nicht einfach. So. Da bin ich auch schon wieder, Leute. Ich würde sagen, willkommen zurück, aber das müsstet ihr sagen. Ich bin halt auch immer richtig schön naiv, ne? Wie ich hier reinlaufe in die Leute. Die Buhu-Leute. Komm her. Lasst euch töten. Es sind keine angenehmen Gegner. Das würde ich jetzt nicht sagen. Wenn man aber einfach nur stehen bleibt und die auf einen zufliegen lässt, dann geht's eigentlich voll klar. Weil ich glaube, die verschwinden auch, also die machen sich nur unsichtbar, wenn ich mich aktiv irgendwie auf die zubewege. Oder wenn sie mich nicht bemerken, dann machen sie glaube ich auch nichts. Was natürlich praktisch wäre für mich. Ja, ich rutsche in ihn rein. Super, schon mal fast die Hälfte der Energie weg. Haben wir nicht gewettet. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3 war das jetzt nicht. Und ich bin dafür fast tot. Ja. So. Ich hoffe, die Fontänen hören auf. Es wäre fies, wenn ich jetzt durch eine Fontäne sterbe. Ich glaube, sie haben aufgehört, aber ich kann es nicht mit Gewissheit... Oh, nee, sie haben nicht aufgehört. Hauptsache, ich habe den Stern und bin nicht verbrannt. Alles in Ordnung. Das war Nummer 3, glaube ich, heute, oder? In diesem Part. Und 5 Minütchen haben wir noch. Ich glaube, da packen wir noch einen. Die Frage ist, was jetzt überhaupt als nächstes ansteht. Also rote Münzen und 100 Sterne... 100 Sterne. 100 Münzen sehe ich jetzt hier eigentlich nicht so, wie gesagt, in Gefahr. Habe ich auch schon direkt am Anfang gesagt. Die verwunschenen Bücher. Ich glaube, das war jetzt was oben. Apropos oben, da haben wir auch gerade schon wieder so ein rotes Power-Up-Box-Gedöns gesehen. Da müssen wir auch noch raus. Ich erinnere mich, das... Da waren die Sprünge ein bisschen blöd irgendwie. Na, schauen wir mal. Hier ist auf jeden Fall ein Stern markiert, aber da komme ich so nicht ran, ne? Da muss ich irgendwie von woanders ran. Muss ich den ganzen Weg einmal außen rumlaufen irgendwie. Die Bücher sagt mir auf jeden Fall noch was. Ich weiß leider nicht mehr, was genau ich hier zu tun hatte. Da war irgendwas sehr Fieses. Ich weiß noch nicht mehr was. Irgendwie in einer bestimmten Reihenfolge schlagen oder sowas. Kann das sein? Ich glaube schon. Die Frage ist, in welcher? Das weiß ich nicht und ich weiß auch nicht, wie man drauf kommt. Okay, das war falsch. Gut. Aber in einer bestimmten Reihenfolge schlagen ist schon mal richtig. Und der obere ist auf jeden Fall auch richtig, wie es scheint. Ich glaube, dann komme ich da durch und dann zum Stern, ne? Ist das korrekt? Seems like it. Komm her. Und dann können wir den wirklich noch ganz easy snacken. Komm, öffne dich hier. Du gehst jetzt bestimmt auf, ne? Jawohl. Und da kommen wir dann genau dahin, wo wir gerade den Stern schon auf der Karte sehen. Also das ist halt auch so eine Sache, ne? Da ist die Karte auch wieder extremst hilfreich, weil sonst wüsste ich nicht, wo der Stern genau ist. Und dadurch, dass der jetzt hier auf der Karte direkt zu sehen ist,
Also ich glaube, die Burg ist schon deutlich einfacher, allein dadurch, dass man jetzt unten auf der Karte direkt sieht, wo ist der Stern. Ich glaube, da hatte ich im Original entsprechend deutlich mehr Probleme, überhaupt zu wissen, welcher Stern ist jetzt gemeint. Wo ist denn hier überhaupt ein Stern? Da muss man sich dann ein bisschen im Ego-Modus umschauen, auf der Suche nach 8 Münzen. Das ist deutlich schwieriger, würde ich schon sagen. Gut, dann... Ah, das ist jetzt aber zeitlich ein bisschen blöd eigentlich. Naja...